ไปดูดีดีตัดแล้วดูดีดีเดินไปเรื่อยตัดแล้วDas geht ja hart her hier. Und Sidorenko behält da die Oberhand. Hat zwei, drei Hände mehr drin als sein Gegner. Klasse, wirklich klasse. Hohes Tempo. Das war ein Innenhand von Sidorenko. Das macht er hervorragend, Sidorenko, Deckung zu und dann seine eigenen Attacken. Das ist immer alles sehr knapp, so Runde um Runde, weil ja, der gute Krating Dangim richtig schön mithält. Dennoch auch diese Runde gebe ich Sidorenko 3:0 nach Runden bisher. Das war ein harter Auftakt, sehr hohes Tempo. Das werden sie wohl kaum bis zum Schluss durchhalten können. Ja, siehst du, da ist ja der Chat. Sehr gut machst du das. Und gleich wieder die linke Hand zurückzunehmen. Die erste halbe Minute hat der Thailänder für sich verbuchen können in dieser vierten Runde. Ja, das ist er doch, Boba. Box doch mal schön. Jawohl. Sidorenko kommt immer besser ins Bild. Schöner Uppercut von dem Thailänder. Der Thailänder schlägt auch viel, aber viel auf die Deckung. Schlägt mehr, ist fleißiger als Sidorenko. Aber der Ukrainer ist sehr viel ökonomischer in seinem Vorgehen. Ja,
Wiederum gute Runde, gutes Boxen, interessanter Kampf. Ja, das ist also hier der Auftakt der WBA-Weltmeisterschaft im Bantamgewicht des Tivis, das bis 53,5 Kilogramm. Der Titelträger Wladimir Sidorenko aus Hamburg, ursprünglich Ukraine. Sein Herausforderer Krating Dengim aus Thailand. Der Kampf ist jetzt in etwas ruhigere Bahnen gekommen, nicht weil das Tempo nachgelassen hat, sondern weil Sidorenko seinen Gegner sehr viel besser ausrechnen kann. Es ist nicht mehr so überraschend für ihn, was die Bewegungsabläufe von seinem Gegner angeht. Die schnellen Bewegungen von Krating Dengim sind eigentlich nicht das Problem. Er ist nur ein bisschen zappelig und inzwischen versteht Sidorenko, diesen Gegner hier im Griff zu behalten. Aber noch ist die Sache nicht vorbei. Der Thailänder mischt richtig gut mit und sein Kampfrekord zeigt, er hat auch einen guten Punch. Also muss Sidorenko durchaus vorsichtig sein. Es sieht aber nicht so aus, als ob es wäre. Gute Pendelbewegung. Wiederum schön die Malbewegung da von Sidorenko. Die rechte von Sidorenko drin. Der Mundschutz von, mein Gott, das ist mal so viel. Ich nenne einfach Ponsarat, das ist sein Vorname, Krating Dengim. Ponsarat ist einfacher, sein Vorname, Ponsarat. Also hier ein bisschen in Bedrängnis für ein paar Augenblicke. Deckung zwischen mal beiden, recht lose, recht locker. Die schöneren Serien schlägt der Thailänder, aber sie treffen nicht, jedenfalls nicht genug. Die klaren Schläge im Ziel, die bringt Sidorenko an. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Ringrichter Sidorenko nicht in jeder Runde vorhat. Es sind teilweise doch sehr knappe Runden. Und je nachdem, wie man die Geschichte sieht. Für mich ist es bisher Runde um Runde eindeutig. Das Tempo beileibe nicht mehr so hoch wie zu Beginn. Schöne Rechte da von Ponsarat, haben wir gesagt. Ja, lange Distanz. Schön.
Hier sieht man sie schön klar, dass Sirenko der Mann ist, der die klaren, die präzisen Treffer anbringt. Ja, aber das ist super.